Freunde, woran denkt ihr, wenn ihr so einen schönen, eingefrorenen See inmitten einer winterlichen Landschaft seht? Tja, also für mich ist die Sache ganz klar. Ich will wissen, ob da ein Lego-Modell drüber fahren kann. Und genau das werden wir in diesem Video ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr solltet es vielleicht nicht nachmachen. Schon seit langer Zeit wollte ich zum 6x6 Volvo Articulated Hauler ein Video machen, hab's aber immer vor mir hergeschoben und jetzt kommt endlich das Review dazu, beziehungsweise zu dem, was davon noch über ist. Lasst mich euch kurz dieses Modell erklären, dann gehen wir auch damit raus, beziehungsweise ihr seht das Videomaterial, was ich draußen aufgenommen habe. Dieses Ding erscheint für 250 Euro. Ohne Batterien, ohne dass ihr eine App noch mit dabei habt und ist ein Remake von einem früheren Volvo Dump Truck, den es schon mal gab. Der frühere Volvo Dump Truck, der war damals noch ein B-Modell, damals als es noch B-Modelle gab von dem Volvo-Radlader. Der Dump Truck damals, der war hinten relativ offen, der hier hat auch noch ein paar Lücken drin, was auch vollkommen bescheuert ist. Er hatte vier Räder mit dabei und es war halt, wie gesagt, ein B-Modell, was man halt noch umbauen konnte beim Volvo-Radlader. Der Volvo-Radlader wundert mich ehrlich gesagt, dass sie das nicht hier als Flaggschiff-Modell quasi rausgebracht haben. Der hätte definitiv ein Remake verdient. Dann halt noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen mit dem neuen Krempel hier, der mich übrigens auch inzwischen nervt. Ich fand die App damals gut, dass man sich halt weiterentwickelt und dass man was Neues ausprobiert von Lego. Inzwischen ist es aber einfach nur nervig, dass man da immer drauf rumtippeln muss. Also eine haptische Fernsteuerung wäre mir hier wesentlich lieber gewesen. Dann ist es so, die müsst ihr installieren. Dann will ich gerne mit meiner Drohne filmen, wie das Teil durch die Gegend fährt. Geht nicht, weil ich das mit meinem Handy steuern muss und mein Handy gleichzeitig auch für die Drohne benötigt wird. Das heißt, ich muss die Verbindung hiermit abbrechen und dann mit der Drohne filmen. Und wenn ihr es auf einem See voller Eis macht, dann ist es nicht so ganz optimal, wenn der einfach mitten darauf stehen bleibt. Aber das werdet ihr gleich sehen. Also ich wünschte mir zumindest, dass Lego mindestens eine Fernbedienung verkaufen würde dafür. Klar, man hätte diese ganzen Spielereien da nicht mehr und könnte nicht mehr programmieren, was vielleicht auch ganz nett für Kinder ist. Habe ich jetzt noch nicht Kindern zum Spielen gegeben, aber ach Mann, das verdirbt mir so ein bisschen die Freude daran. Und vor allem, dieser Truck kann ja nicht viel, außer das da hinten heben und senken. Wenn ihr das jetzt gerne mit dem Liebherr-Bagger verbinden wollt und mit der Schaufel hier halt was reinfüllen wollt, dann funktioniert das halt nicht, weil ihr erst das Handy trennen müsst und dann das Handy wieder verbinden müsst mit dem anderen Ding. Dann müsst ihr hier wieder den Anknopf drücken. Das hat mir bei Power Functions wesentlich besser gefallen. Und Besonderheit ist halt hier auch nochmal, dass eine Gangschaltung mit vorwärts, rückwärts und Gängen 1, 2, 3 mit dabei ist. Das ist ziemlich cool, denn das ist die erste Gangschaltung, die wirklich vollautomatisch ist. Habe ich nicht erwartet, dass das da mit drin ist. Und es ist auch noch ein neuer Servomotor hier vorne für die Lenkung verbaut. Ein XL-Motor für den Antrieb halt und dann nochmal ein L-Motor für das Heben und Senken von der Schippe hinten drauf. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wäre vielleicht noch cool gewesen, wenn man noch einen weiteren XL-Motor gehabt hätte. Hier vorne könnt ihr noch ein bisschen öffnen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie das hier zustande gekommen ist. Halt, nee, doch nicht. Eine Sache muss ich euch hier dran noch zeigen. Warum sind hier Lücken in diesem Container drin? Wenn ihr hier einmal eins Stats, also erstmal, der Container ist stabil. Da kann man sich nicht beschweren. Ist auch wesentlich besser als bei dem damaligen B-Modell, klar. Aber warum sind hier einfach Lücken drin? Dort hätten die einfach noch so ein rundes Teil reinbauen können. Hier vorne, das wäre doch kein Aufwand gewesen, hier einfach noch was dran zu setzen. Das könnt ihr natürlich selber machen. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber warum sind da Lücken drin? Also wenn man da irgendwas transportieren will, dann fällt die Hälfte da raus. Das ist ja beim echten Volvo auch nicht so. Sehr, 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 sehr schade. So, jetzt sind wir dabei, hinauszugehen. Und ich habe hier vorne noch eine kleine Kamera eingebaut. Hier an der Seite, die Reling kommt natürlich wieder dran. Hinten der Transporter. So, wir sind am See angekommen. Das Baby ist auch mit dabei. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr. Ah ja, das ist gut, dass wir das nicht machen. So, okay, ich glaube, wir haben unseren perfekten Spot gefunden. Hier müsste das Eis dick genug sein, dass man da drauf zumindest fahren kann. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, was ich jetzt hier gerade mache, aber ihr seht, es hält zumindest ein bisschen. Also ich denke, für den Volvo soll es ausreichen. Okay, macht euch bereit, Freunde. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht rein. Hopp, hopp, hopp.
Oh. Kaboom. Bleib stehen. Oh, das ging ja leichter, als ich gedacht hätte. Jetzt müssen wir ihn noch anmachen hier oben und jetzt verbinden. So, ich weiß nicht, ob man da unten das kleine blaue Licht sehen kann, aber inzwischen ist der Radlader verbunden. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu fahren. Mein Ziel ist, dass wir bis da hinten irgendwo kommen und dass ich dann da rumlaufe und den wieder einsammle. Aber ich würde sagen, let's go. Oha, er fährt sogar. Jetzt seht ihr, er schaltet auch. Vielleicht muss ich das gleich mal ausschalten, wenn wir... Das ist so genial. Oh Mann, wie wunderschön. Jetzt ist nur die Frage, wie weit kommen wir, bis die Verbindung abbricht. Also ich kann jetzt leider nicht hier aufs Eis gehen und ihn wieder einfangen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr dämlich. Und um zu driften, ist er leider ein bisschen zu langsam. Das ist jammer schade. Hier könnt ihr sehen, wir geben die ganze Zeit Vollgas. Das ist spannender als ein Actionfilm, hier so einem komischen Radlader zuzugucken, wie er über die Strecke läuft. Hätte ich eigentlich die Schippe noch drauf machen können, dann hätten wir irgendwas da draußen hinfahren können, was dann einfach mitten auf dem Eis liegt. So, jetzt machen wir den Test, wie weit er wirklich kommt, bis er dann nicht mehr weiterkommt. Oh, ihr habt gerade gesehen, ein bisschen hat er die Reifen. Oh, er dreht die Reifen hinten durch. Oha, Freunde, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber er dreht sich gerade. Ich lenke nicht nach rechts oder nach links, aber er kommt da. Nein, nein, nein. Shit. Nein. Press green back on the hub. Wie soll ich denn auf dem Hub green drücken, bitte? Es ist absolut dumm. Er steckt da jetzt hinten fest. Und die App macht absolut gar nichts. Ich komme da nicht dran. Ich traue mich aber auch nicht, hier aufs Eis zu gehen. Ich fühle mich gerade sehr, sehr schlecht. Jetzt steht da einfach so ein Volvo-Radlader mitten auf dem See. Gut, dass ich die Paneele da nicht dran gemacht habe, ey. So, Lösungsmöglichkeit erforscht. Hier ist jetzt ein Haken, den werde ich versuchen auszuwerfen. Ich habe ja auch noch eine Drohne, das heißt, theoretisch könnte man das auch noch mit der Drohne probieren. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ich habe auch meine GoPro noch an dem Volvo-Rad da dran gehabt. Das heißt, die GoPro ist auch weg. So, jetzt nehmen wir hier den Haken und versuchen den mal zu werfen. Da liegt die Rolle. Das war... Okay, also für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. So, die Drohne ist bereit und jetzt hier draußen zu finden und der Radlader steckt da hinten immer noch drin. Es sieht nicht so aus, als ob er tiefer eingesunken ist. Es ist aber langsam gefährlich, weil, wie ihr hier sehen könnt, es schmilzt schon so langsam. Mal schauen, was wir mit der Drohne noch so rausholen können. Ich habe es dann auch noch mit der Drohne versucht, zumindest mal rumzufliegen mit dem Seil. Das hat absolut nicht geklappt. Dafür ist die Drohne einfach zu schwach bei mir jetzt in dem Fall. Aber ich habe dann noch meinen sehr netten Nachbarn gefragt und der hat mir dann tatsächlich auch geholfen. Erstmal vielen Dank an der Stelle. Ihr seht jetzt, was wir genau gemacht haben und ob es funktioniert hat. So, jetzt gibt es Notrettung mit einem Bogen und einem Pfeil. Und das Ding ist da hinten immer noch drauf. Man kann jetzt gar nichts sehen, aber es ist immer noch drauf. Neuer Tag, neues Glück. Oh ja, er ist am Haken. Nein. Yes. Nicht mehr ziehen, sonst gehen die Elektrikdinger ins Wasser. Oh. Yes. So, Statusaufnahme. Es ist ein bisschen nass. Die Kamera scheint wohl noch heile zu sein. Es funktioniert wohl alles noch. Ich guck mal gleich, ob der Motor noch funktioniert. Und der Pfeil hat hier vorne was erreicht, aber hat sich nur drum gewickelt, also ist auch nichts. So, und ich würde sagen, unser Kollege hat sich jetzt erstmal eine entspannte Pause auf der Heizung verdient. Ich werde gleich den Knopf da oben noch abmachen, aber wir müssen jetzt mal eben ausprobieren, ob das Ding überhaupt noch läuft. Und ja, es läuft noch. Eieiei, also... Es ist ja eine Sache, das draußen zu verlieren, aber das jetzt auch noch wegzubekommen, ist sowas von befriedigend. Ah, schön, ey. So, also das Fazit zu diesem Video. Man kann so viel sagen, wenn ihr mal keinen Platz mehr in eurem Zimmer habt und einen zugefrorenen See zufällig in der Nähe, dann könnt ihr einfach euren Volvo-Radlader nehmen und den da draufstellen über Nacht. Da passiert absolut nichts. Ist jetzt noch ein bisschen nass, das werde ich gleich noch trocken machen. Und ich hoffe, das war ein tolles Video für euch, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und habt noch einen tollen Tag. Bis dahin.